Jo Leute, was geht ab? Richtig reingeschissen mit dem Wheelie. Herzlich willkommen zu einem neuen Vlog auf meinem Kanal. Wir sind ja heute wieder am Spot, ist ein bisschen windig, entschuldigt mich, falls man Windgeräusche hört. Wir sind hier mit heute 4 Rollern da. Richtige Yamaha-Gang, 3x Booster, 1x Aerox. Da kommt direkt die Rakete, Junge. Der Roller ist so asozial, ne? Ich habe jetzt bei meiner Aerox auch ein bisschen noch abgestimmt, anderen Vergaser draufgeklatscht. Ja, ich wollte es in meinem letzten Video eigentlich gar nicht gesagt haben, was die für, wie viel Kubik die hat. Die hat auf jeden Fall einen 70er drauf und jetzt einen 21er Vergaser. Alles klar. Und jetzt einen 21er Vergaser. Und jetzt habe ich auch noch eine, also Sportvario so oder so. Und da ist Kenny. Die Booster werden wir gleich auch noch mal fahren. Ich habe jetzt noch eine Sportkupplung drin, die Stage 6 Pro Sport. Und gleich werden wir mal mit der Booster von Kenny ein paar Wheelies probieren. Ich bin ja jetzt lang kein Booster mehr gefahren. Die haben wir eben auch noch abgestimmt. Die sollte auf jeden Fall ganz gut gehen. Ja, die Aerox geht jetzt auch deutlich besser. Ah, scheiße. Na? What's poppin'? Jo, okay, reicht doch. Geil. Ich merke auf jeden Fall, dass ich jetzt mit dem größeren Setup deutlich mehr die Bremse brauche als wie in dem letzten Video oder generell. Ich bin jetzt nämlich vom 17,5er Vergaser auf einen 21er hoch. Und das Ansprechverhalten ist direkt so viel geiler. Ich habe auf jeden Fall zum letzten Video positive Resonanz zurückbekommen von euch. Und ich möchte mich nochmal bedanken. Auf jeden Fall mit dem Video stabil 30 Abos gemacht. Für meine Verhältnisse ist das echt strong momentan, weil der Kanal so gut wie tot ist. Ah. Ey, du hast nicht hingeguckt! Lass mal versuchen, zu dritt nebeneinander. Bei dem Wind! Ja, aber dann von hier, ja, in die Richtung. Von anderer Seite. Aber bis da hinten hin rennen. Also ich werde mit der Aerox ganz mies verlieren. Hast du Hupe? Was? Hast du Hupe? Nö. 3, 2, 1, go! Einfach, wenn die zwei Booster einen einfach auf ganz locker abziehen und der pullt dann auch Hüli, der Behinderte, Alter! Oh. Ja, ich habe gesagt, mit der Aerox werde ich auf jeden Fall reinscheißen. So, jetzt wollen die probieren, zu dritt einen Wheelie nebeneinander zu machen. Ich will auf jeden Fall nicht in der Mitte fahren, ich will hier fahren. Obwohl, was ist am schlausten? Ich glaube, die Mitte ist am schlauesten, aber ich habe keinen Bock, dass sie mir dann beide reinfahren irgendwie. Junge, wir werden uns so crashen, ne? Vielleicht. Okay, 3, 2, 1. Ah, reingeschissen mit der Aerox. So, warte, ich warte. Ich warte ein bisschen, ich warte und...
Ey, die sind immer noch auf dem Hinterrad, das gibt's doch nicht. Ja, Stefan hat auf jeden Fall gewonnen, das Wheelie Battle. Richtig geil. Ey, wir müssen das nochmal versuchen. Also ich habe definitiv verloren. Erstens das Rennen, zweitens mit der Aerox. Die ist auch deutlich schwerer und hat nicht so ein Setup wie die beiden haben. Ey, lass nochmal tryen. Nochmal. Was denn? Nochmal von hinten. Rennen? Nein. Nebeneinander wheelen. Ja, lass hier probieren. Boah, ich muss mich so konzentrieren, die Aerox gerade in die Spur zu halten. Ja, jetzt. Oh, wieder gefangen. Digga. Geil. Geil. So. Dann warten wir mal auf den Kenny, damit ich mal seine Booster fahren kann. Aber willst du kurz was zu deiner Booster erzählen? Ja, 50 Kubik halt, Yasuni R, 17,5 bei Daza, Luftfilter ein bisschen getunt, aber Originalluftfilter. Okay. Alles klar, dann wollen wir mal, ne? Dann probieren wir mal hier. Alter, du sitzt ja hier komplett anders. Oh Junge, oh, mit der Bremse weiß ich nicht. Bremse ist schwierig. Oh Junge, was ist das denn? Alter, ey, die Bremse ist ja ganz, die packt gar nicht, Junge, im Wheelie. Die tourt zu langsam ab. Mal gucken, ob wir die mal noch einstellen können. Ich will da gar nicht so stark dran ziehen, wenn ich ehrlich bin. Oh, Junge. Oh Junge. Hinter den Kipppunkt ist keine gute Idee gewesen. Boah, hier sitzt ja so weird drauf, Alter. Boah, die Aerox sieht so schön aus, ne? Wollen wir mal kurz einen Geschwindigkeitstest machen. Ja, 50 haben wir. Das ist jetzt auch noch mit Gegenwind, ne? Jawohl! Also 60 hört ihr jetzt. Wurde ich kurz eingeholt von beiden. Ich war da hinten noch am Wheelen, wie, keine Ahnung. Gefällt mir die Aerox. Junge, Alter, die vordere Bremse ist ja auch, die lässt auch zu wünschen übrig. Boah, ganz schwierig mit der Bremse. Also, wäre die Bremse gut, auf ganz entspannt, Alter. Ab ins Feld. Ich zeige euch auf jeden Fall nochmal die Booster da vorne. Also. Das ist die Booster vom lieben Kenny aka Silex Pferd. Optisch finde ich die eigentlich echt schön. Hat auf jeden Fall, wie hat er eben schon erzählt, ein Yasuni R drauf. Was sind das für Backen? So Luftschlitzer haben die innen drin. An sich gefällt mir die, aber irgendwie ist die Sitzposition ganz komisch. Also kann auch sein, dass ich Aerox so sehr jetzt schon gewöhnt bin mittlerweile, dass sich das hier einfach nur weird anfühlt.
Aber ich muss sagen, wenn ihr euch einen Roller holen wollt, um Wheelies zu lernen, eine Booster kann ich euch nur ans Herz legen. Entweder das alte Modell, was Stefan fährt, oder halt die neuere, entweder die Bump, das ist dann die, wo der Scheinwerfer nicht zweigeteilt ist, oder die Next Generation, die Justin fährt. Auf jeden Fall alle sehr, sehr geile Roller. Dann wollen wir dem Kenny mal seine Booster zurückbringen. Ey, die Bremsen sind ja echt bescheiden. Aber fährt sich an sich ganz gut. Ich habe die auf jeden Fall hochbekommen ein paar Mal. Ja, dann steigen wir mal wieder auf die Aerox. Let's go, Alter. Bibi. Ich habe jetzt hier auch schön den Scheinwerfer in schwarz, ne? Und mein Rücklicht auch. Oh, direkt besser, Alter. Direkt ein ganz anderes Gefühl. Oh, Junge, geht die einfach hoch. Ja, jetzt kann ich gar nichts mehr, weil ich die Bremse von Kenny gewohnt bin. Geil. Ich bin Kenny seine Booster gefahren, ne? Ich will Aerox hochziehen, ich bremse direkt. Hey, ist das weit mit der Wheelie-Bahn? Weiß ich nicht, habe ich nicht drauf geachtet. Was macht der denn da? Nein! Vielleicht so viel! Echt? Ja, ja. Da machen wir noch ein Wheelie zum Abschluss. Ja, wenn ich hier mal ein Wheelie geschissen bekommen würde. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like und ein Abo da. Instagram natürlich schön reinfolgen, ne? Und ihr könnt übrigens auch bei mir mittlerweile Kanalmitglied werden. Kostet 1,99 im Monat. Da lade ich so ein paar Videos hoch, die man so... die so nicht als Video auf YouTube schaffen würden. So ein paar so RAW-Aufnahmen oder vielleicht auch mal das ein oder andere kritische Verfolgungsvideo, was man dann nicht so der breiten Öffentlichkeit zeigen will. Also wenn ihr Bock habt, könnt ihr gerne für 1,99 abonnieren. Genau, und wenn euch das Video gefallen hat, sehen wir uns beim nächsten Mal. Haut da rein. Ciao. Habibi, ich wache auf und ich weiß, dass wir heute wieder alles riskieren. Habibi, schlafe ein mit der Angst, dass wir morgen wieder alles verlieren. Habibi, ja, vielleicht.